Was denn jetzt los? Wer klingelt denn um die Uhrzeit hier? Ey, man kann nicht mal seine Ruhe haben. Nicht mal beim Schlafen. Mann, ich komm ja. Hey Macho, alter Genosse, alles fit bei dir? Hey, guck mal am Tacho, Mann. Wir haben 2 Uhr morgens. Wie sieht das aus? Bist du umzugsbereit? Wie? Wo, was umziehen? Wie kommst denn du da drauf, Lenny? Wie? Das weißt du doch. Haben wir letzte Woche drüber geredet. Weißt du da, wo das mit Werners Arm passiert ist? Da hast du dir doch Zucker geliehen. Psst, Lenny, nicht so laut, ey. Komm erst mal rein. Muss doch keiner wissen, dass ich Zucker hole. Naja, Moa, du hast doch selber gesagt, dass du Zucker brauchst. Hab ich das? Mann, war ich da schon dicht? Oder, egal, Alter, ey. Naja, du weißt ja nun alles. Mann, ich kann doch aber auch nichts dafür, dass Jennys Dealer auch da unten wohnt bei dir in der Ecke. Alter, der versorgt die immer mit dem weißen Zeug und naja, die vertickt das Zeug dann aber auch sofort weiter. Wart, ich dachte, Zucker wollt's für Caro und nicht für Jenny. Und allgemein, seit wann dealt deine Kleine denn mit legalen Sachen? Moment, jetzt macht's Klick. Jetzt erst? Wie meinst du das mit dem Klick machen, ey? Hast du da irgendwo einen Schalter im Kopf, den ich umschalten muss, dass es bei dir Klick macht? Moat, ganz einfach, mein Bester. Ich hab gedacht, dass du Zucker von mir wolltest, weil du hast ja Werner dabei. Und ich hab mich schon gewundert, weil der mit war. Ach so, ja klaro. Alleine trau ich mich da doch nicht hin, Alter. Und eigentlich wollte ich ja von dir Zucker holen, weil Caro meinte, dass sie Zucker braucht, ja? Und da hab ich gedacht, ey, wenn du schon mal bei den Lenny vorbeischaust, dann kannst du das auch gleich mit dem Koks holen erledigen. Ja, so ist das eben, ne? Und dann wollte ich dich außerdem noch fragen, ob man nicht dann danach... Ja, aber nicht so viel, Moat. Ich weiß ja dann, was passiert ist mit Werner. Aber Werner ist mal wieder in Hochform. Ganz genau, aber das erklärt immer noch nicht, was du hier um 2 Uhr morgens willst. Von wegen Umzug und so. Naja, wir hatten noch ausführlich darüber gesprochen, dass du hier hinziehen willst. Hier zu mir. Und tada, hier bin ich. Mit Umzugswagen und Werner hilft auch mit. Das war nur eine Fleischwunde. Dem geht's wieder richtig gut. Also ausführlich darüber gesprochen? In 5 Minuten ausführlich über sowas wie einen Umzug zu sprechen, Lenny, ist eigentlich praktisch unmöglich. Außerdem habe ich doch ja nicht gesagt, dass ich umziehen will. Ich habe doch nur in Erwägung gezogen. Nee, Moat, tu mir das jetzt nicht an, Alter. Ich hab doch gesagt, ich mach alles fertig. Und tada, da bin ich, Alter. Wohnung ist bezugsfertig. Norbert ist weg. Angie und Jochen haben dafür gesorgt, dass die Sache klar geht. Hab ich doch ja nix. Oh Mann, ich hab noch ja nix. Nix fertig gemacht. Nicht mal einen kleinen Karton rein, ja nicht. Tja, Moat, ich hab doch gewusst, dass du das verschusselst. Nun mach mal das zusammen. Einige Stunden später. Uff, so, das war nun alles. Ey, nur noch der große Schrank, der muss auch noch runter. Und der Wäschekorb. Und dann können wir los. Aber du Lenny, ey, wie machen wir denn das mit den 3-Monats-Mieten und mit der Kündigungsfrist hier? Keine Angst, Jochen wird uns da helfen. Ich ruf den gleich mal an und sag, dass wir kommen. Der soll die Tür offen lassen von deinem neuen Heim. Und dann sag ich gleich, der soll dem Ex-Vermieter Bescheid sagen. Ich ruf mal an. Na, wer ruft denn da an? Ey, schau mal. Hier, Moat Monsal aus Berlin. Lenny, du rufst mich an. Da ist ja auch deine Nummer, unter Jochens Namen. Verstehe ich ja nicht. Alter, wie passiert das denn? Naja, passiert eben. Ey, ich hab damit absolutens nix am Hut. Wieso glaube ich dir das nicht, Moat? Ich sag's dir nochmal, Jochen ist kein Moat-Ersatz. Der ist einfach nur ein guter alter Nachbar. Ist ja schon gut, ey, ich war's. So, nun ruf den an, damit ich und du den Schrank endlich hier runterbekommen. Mann, von der 12. wenigstens saß man in die 11. Etage. Moat Monsal? Ach so, Werner, du hast dich ausgesperrt. Warte mal, ich drück mal hier oben diesen Entriegelungsknopf und dann sollte die Tür von alleine aufgehen. Ey, das ist wie bei David Copperfield. Ey, drück drauf und dann wuh, Magie. Und zack, geht die Tür da unten auf. Na klar, Werner, ey, du kannst ruhig nochmal hochkommen. Hier oben steht noch ein Korb mit Wäsche rum, ey. Und danach wollen wir ja in die Schenke gehen und ein bisschen was trinken. Na okay, komm einfach hoch, okay. Mist, ey, Mann, der Lenny braucht auch ewig mit dem Telefonieren. Naja, ich versuch mal den Schrank alleine. Ey, komm gleich, Moat, bin sofort fertig. Ja klar, ich bin auch gleich fertig. So, noch die Decke hier auf die Stufen, damit der Schrank nicht zerkratzt, wenn ich den hier runterschiebe. Und dann schiebe ich das Ding einfach mal von hinten an, ey. Ganz, ganz langsam bis runter in die 11. Etage. So weit reicht das Tuch. Oh, Werner, Mensch, bist du ja hier unten schon in der 11. Du, pass auf, Werner, ich schieb gleich den Schrank hier an. Warte mal und pass auf, ne? Nicht, dass du das Ding abkriegst. 1 und 2. Und das muss ich ohne Schild festhalten. Ja, Moat, fang mein Handy. Was? Boah, Mann, ey, scheiße, Handy.
So ein Mist. Du mit deinem Mist hier. Nun ist mir der Schrank aus der Hand gerutscht und voll hoch da unten von die Wand. Ey, es hat übelst gekracht. Ich glaube, der ist ja putt. Mann. Was kann ich denn dafür, dass du nicht warten kannst mal 2 Minuten? Hättest du gewartet? Und aber scheint nicht so schlimm zu sein. Der Schrank sieht noch gut aus. Der scheint noch ganz zu sein. Und Joche meint, mit dem Vermieter geht alles klar. Bekommt morgen die Kohle. Aber geil, ey. Aber weißt du, wo ich mich wundere? Nee, was denn? Na, Werner, der wollte gerade noch hochkommen. Der war schon in der 11. Etage. Der sollte doch eigentlich schon längst hier oben angekommen sein. Ist doch nur eine. Ich sehe, was du nicht siehst, Mann. Alter. Mann, du hast Werner eingeklemmt. Besser gesagt, der Schrank hat ihn wohl erwischt. Ach, Werner, ey, alles in Ordnung, ey. Ist nichts passiert. Ich schieb mal mit Lenny zusammen den Schrank ein bisschen nach hinten beiseite, damit du deinen Ruhe vorkrabbeln kannst. Ach, Mann. Der Werner sieht total zerdrückt aus. Der ist ja total platt. Boah, pass auf, wir sagen den, der soll nachher mal mit dem Fahrstuhl runterfahren und nach Hause. Was? Ihr habt hier oben Fahrstuhl, Mann? Alter, warum sagst du mir das jetzt erst? Na, Lego, denkst du, ich zieh freiwillig in den 12. Stock, wenn's da keinen Fahrstuhl gibt? Ich bin doch nicht blöd. Warum hast du nichts davon gesagt? Ey, Werner hat vorhin noch gemeint, Männer wie wir packen die paar Etagen. Baba. Boah, Mann, Lenny, scheiße, ey. Jetzt ist unser Schrank nochmal aus der Hand gerutscht. Mann, Werner war noch gar nicht richtig raus, ey. Nun ist er nochmal eingeklemmt. Ups, ist mir dann wohl aus der Hand gerutscht. Das glaube ich nicht ganz, mein Bester.